Ein, nein, nein, nein. La 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 la. Keine Tonaufnahmen ohne Stimmtraining. Was sich hier ziemlich lustig anhört, ist es auch. Gehört aber zum Studiotag für die zwei Sänger einfach dazu. Ich muss ja zugeben, so richtig wie ein Nummer-1-Hit klingt das noch nicht. Aber der soll hier entstehen im Studio in Paderborn. Anna-Karina Wojcik und Stefan Mross nehmen hier ihre beiden neuen Alben auf. Wir dürfen heute mal mit dabei sein. Ihr seid schon ganz fleißig, habe ich gesehen. Ja. The best of Mille Molle, Mille Molle, Mille Molle. Das heißt, Zungenbrecher. Das ist dann schon auch wichtig, vorher sich so ein bisschen die Stimmen zu lockern, die Stimme warm zu machen. Ja, man ist ja beim Reden ist man ja mundfaul. Ne? Man redet ja eigentlich ohne Atmung. Man redet, hallo, servus, um, wie geht's immer so. Und beim Singen muss man ja doch betonen, es gibt ja so viele Muskeln hier, den ganzen Bereich, die Stütze hier drauf. Ne, der Boxer würde auch nie unaufgewärmt in den Ring gehen. Ja. Also man sollte das wirklich machen, dass man einfach das komplette Gesicht einfach mal so zieht und Mund und na, wie ein Baby redet und ja, so Sachen. Ja, und auch hier alles so. Alles entspannt im Gesicht. Weil das man hilft dann? Ja. Oder hier so das Lippenflattern. Genau. Alles klar, dann wollen wir euch mal ein bisschen zuhören bei dem, was ihr so vorhabt heute. Ja. So, dann gehen wir was essen. Das neue Album von Anna-Karina soll im Herbst erscheinen und es nimmt langsam Form an. Davon ist auch Produzent Benjamin Brümmer überzeugt. Kannst du die Wahrheit sehen? Der war ganz klasse. Wunderbar. Anna ist ja immer sehr schnell, die setzt immer ganz schnell Dinge um. Wenn man sagt, hier mehr Feeling, da mehr Feeling. Und das ist ja auch im Studio das Schöne, dass man halt Sachen ausprobieren kann. Aber dafür braucht man halt auch irgendwie so eine Vertrauensebene, um dann halt zu diesen Ergebnissen dann zu kommen. Okay, also man muss ja auch sehr ehrlich miteinander sein. Genau, richtig, ja, genau. Also eingeschnappt darf man nicht sein, wenn ich sage, das war jetzt nichts. Nee, auf gar keinen Fall. Ob es auf der neuen Platte wieder ein Duett mit ihrem Stefan geben wird, entscheidet sich auch hier im Studio. Erste Versuche. Und wir lieben die guten und schlechten Zeiten für immer. Stark wie zwei, so wie wir sind. Das aktuelle Duett singen Stefan und Anna-Karina dann am Ende des Studiotages auch nochmal für mich in einer ganz besonderen Version. Okay. Nur für dich. Ach, oh, schön. Lo siento unplugged. Uno lo siento, Wenn unser Stern auf Liebe zeigt, lo siento, dann sag ich dir, es tut mir leid, lo siento. So, und weil die beiden gerade so schön singen, will ich gar nicht weiter stören. Aber für euch noch die Information, diese Special Unplugged-Version von Lo Siento gibt es ab sofort auch bei meine-schlagerwelt.de. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Pures Glück. Da klopft das Herz, da ist der Blutdruck auf 180. Ich stehe dahinter, ich weiß, das Intro fängt an, ich mache laut. Ja, auch um mir selbst die Angst zu nehmen, also dieses Lampenfieber. Sag ich, komm runter. Und dann die ersten, diese Schritte raus und dann fällt auch das Lampenfieber, dann ist es nur noch schön. Gab es immer so eine Bühnenpanne, an die du dich erinnern kannst? Also auf so einer Live-Bühne, wo du sagst, beim Konzert ist irgendwas passiert, das du nicht so schnell vergessen konntest? Eigentlich, nee, auf der Bühne nicht. Pannen kenne ich aus meinem Leben genügend. Ne? Okay, mal, es fällt mal was aus oder du bist gerade irgendwie abgelenkt oder vergisst meinen Text, aber das ist nicht stimmt, weil dann halte ich das Mikrofon in die Menge. Ja, die singen ist der Trick. Ja, die singen ja weiter und dann hast du es auch wieder. We'll be right back.
versuche ihnen dann auch immer zu erklären, dass das nicht über Nacht kommt. Ja, dass diese Akzeptanz und dass die Menschen einen Künstler lieben, das ist ein Prozess, der über Jahre geht. Und wenn, ich sage auch immer, wenn mal irgendeine Single von euch floppt und nicht so wahrgenommen wird, dann gucke ich an, was meinst du, wie viele Singles bei mir gefloppt sind? Ja, oder wie viel Täler ich durchschreiten musste. Es ist der Weg, der zählt, sage ich denen immer. Es gibt kein Ziel. Ja, auch wenn du sagst, ich möchte einmal eine Nummer 1 in den Charts haben, ja, dann hast du sie dann und was machst du dann? Ja, ich war 32, hatte ich Nummer 1 in den Charts, habe gedacht, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ganz wichtig, ich muss voll ausschlafen. Da gibt es kein Frühstück, das macht ja um 30:30 schon zu. Da kann ich, ne, denke ich gar nicht. Bist du ein Langschläfer? Ich bin Langschläfer, ja. Weil ich muss abends funktionieren. Ja. Also mein Biorhythmus ist einfach so. Dann mittags was essen und dann versuche ich immer noch mal so 1-2 Stunden im Hotelzimmer Ruhe zu haben. Also einfach zu lesen. So eine halbe Stunde vielleicht mal noch mal ein Nickerchen. Dann gibt es um 17 Uhr ein Cappuccino, 18 Uhr duschen und um 19 Uhr, wenn die Show normalerweise um 20 Uhr beginnt, 19 Uhr hinter der Bühne sein. 19.15 Uhr muss mein Freund Willi und Fahrer und Security und alter Kumpel muss dann mit einem gezapften Bier kommen. Ja, das ist das Ritual? Das ist das Ritual. Und dann suche ich mir irgendeine Ecke, jetzt hören die einfach mal weghören. Ja, da gibt es noch eine Zigarette zu dem Bier. Dann wird die Kopfhörer angepasst und dann laufe ich hinter der Bühne meine Kreise, bis der Gong tönt und dann geht's los. So oft ist es Wahrheit, man zieht mir um die Ohren, die kann sich entlang.